Magic the Gathering Arena ist die digitale Version des physischen Kartenspiels, das vor 26 Jahren auf den Tischen dieser Welt gelandet ist. Es handelt sich um ein kostenloses PC-Spiel mit rundenbasierten Kämpfen und mit überlebensgroßen Planeswalkern, Kreaturen, Zaubersprüchen und Artefakten. Um zu spielen, brauchst du kein Vorwissen vom physischen Kartenspiel. Falls du jedoch nicht weißt, wo und wie du anfangen sollst oder falls du einen Bollwerk-Riesen nicht von Gideon Schwarzkling unterscheiden kannst, keine Sorge. Hier kommen unsere 5 Dinge, die du über Magic Arena wissen musst. Egal, ob du Magic the Gathering im letzten Jahrzehnt, im letzten Jahrhundert oder noch nie gespielt hast, Arena beinhaltet ein komplett ausgebautes Tutorial, das dich perfekt einstimmt. Du spielst zuerst gegen eine KI, um die Grundtechniken und Grundbegriffe von Magic kennenzulernen. Diese umfassen Planeswalker, die legendären Magier, die die farbenfrohe Riege von Magics Spieleravataren erst ausmachen. Mana, die magische Energie, die aus den Ländern gewonnen wird, um Kreaturen heraufzubeschwören und Zaubersprüche zu wirken. Und die ganze Bandbreite an verschiedenen Kartentypen, seien es eben jene Länder, um das Mana zu generieren, Kreaturen, um deine Gegner anzugreifen oder Zaubersprüche, um die Statuswerte zu manipulieren, Schaden zu wirken und überhaupt den Spielverlauf zu beeinflussen. Das Tutorial führt dich außerdem in grundlegende Strategien ein. Wann du angreifen kannst, wann du verteidigen musst und wann du dich zurückhalten solltest, bevor du dann urplötzlich deine gesamte Schlagkraft entfesselst. Alles wichtige Faktoren, wenn du am Ende gewinnen willst. Wenn das Tutorial vorbei ist oder wenn du es überspringst, startest du das eigentliche Spiel mit 5 vollständigen Decks, angelehnt an die 5 essentiellen Farben von Magic. Grün für die Kraft der Natur und für übergroße Kreaturen, blau für Wissen und für die Manipulation des Spielfeldes. Rot ist fokussiert auf Feuer und angriffslustige Züge. Weiß ist die Standarte der Armeen und der Verteidigung. Und Schwarz steht für Tod und für mehr oder weniger freiwillige Opfergaben. Umso länger du spielst und umso höher du levelst, desto mehr Karten und Decks verdienst du. Selbst im vollkommen kostenlosen Spielmodus, auch ohne in der Rangliste mitkämpfen zu müssen. Der Meisterungsbaum ist der zuverlässigste Weg, diesen Schritt auch zu erreichen. Dieser ermutigt den Spieler dazu, mit den verschiedenen Archetypen der Decks zu experimentieren und bietet eine Art rollenspielähnliches Aufleveln. Du entscheidest, was du mit den verschiedenen Meisterungssphären freischaltest und du bestimmst so die Farben der neuen Karten und Decks, die du zuerst erhältst. Mehr Karten bedeutet auch mehr Möglichkeiten, die wiederum hoffentlich mehr Siege bedeuten. Für noch mehr Erfahrung und für noch mehr Decks. Die Einführung von Arena im Jahr 2018 profitiert vom längst etablierten Livestreaming und von der E-Sport-Szene. Etwas, was die Schöpfer des Spiels Wizards of the Coast sehr ernst nehmen. Erst recht, wenn man auf die millionenschweren Preisgelder der Wettkämpfe und Ligen schaut. Obwohl das Gewinnen dieser Events für Fans, die am Anfang ihrer Arena-Laufbahn stehen, noch in weiter Ferne liegt, bietet das Streaming die einzigartige Möglichkeit, das Spiel bereits vor dem eigenen Start genauer unter die Lupe zu nehmen und um sich Tricks und Kniffe abzuschauen. Ein Vorteil sowohl für Anfänger als eben auch für Profis. Für Spieler, die selber gerne streamen möchten, bietet MTG Arena Hilfestellungen, mit denen ihr direkt loslegen und euren hart erkämpften Ruhm auch in die Welt hinausblasen könnt. Es gibt verschiedene Wege, Magic Arena mit den aktuellen Hauptsets und ihren Erweiterungen zu spielen. 15 vorgefertigte Decks können noch während des Spiels freigeschaltet werden und du kannst die einzelnen Karten daraus nutzen, um deine eigenen Decks zu verfeinern. Oder du kannst ein Deck von Null auf konstruieren und nutzt dafür dein bevorzugtes Thema. Oder du baust dein Deck um eine bestimmte, besonders mächtige Karte herum auf. Eine Karte, die es dir einfach besonders angetan hat. Aufbauen, testen und verfeinern ist Teil der einnehmenden Möglichkeiten in Arena. Nachdem du deine Sammlung und deine Decks angelegt hast, kannst du dich in verschiedenen Spielmodi wie Constructed, Sealed Deck oder sogar Booster Draft stürzen. Eintritt verschaffst du dir mit der frei erspielbaren Ingame-Währung Gold oder mit kaufbaren Edelsteinen. Stell dir ein Deck aus den Karten der Booster Packs zusammen und erziele gegen andere Spieler 7 Siege, bevor du 3 Niederlagen kassierst. Egal was passiert, du behältst alle Karten und fügst sie deiner Sammlung hinzu. Wizards of the Coast pushte MTG Arena von Anfang an massiv und verstärkt das noch für 2020. Die Veröffentlichung des neuen M20 Hauptsets brachte sogar die Möglichkeit mit sich, einen neuen Meisterpass zu erwerben. Eine Art Erweiterungspass, den die Menge an Belohnungen erhöhte, zusätzliche Kartenpakete bot und euch außerdem ein kosmetisches Haustier zur Seite stellte. Zusätzlich steht die Veröffentlichung von Arena auf dem Mac kurz bevor und wird die Spielerbasis weiter vergrößern. Wizards of the Coast hat sich bereits für Jahre verpflichtet, alle digitalen Kartensets zeitgleich mit den physischen Counterparts zu veröffentlichen, wie eben für die aktuelle Erweiterung Thron von Eldraine. Es ist natürlich vollkommen dir überlassen, ob und wie du in Magic Arena eintauchst, wie du spielst und wie du dein Spiel anpasst. Aber ein komplett kostenloser Download und 15 vorgefertigte Decks sind so oder so ein guter Anfang. Noch mehr zu MTG Arena gibt es selbstverständlich auf IGN.